Walker, die klettern können, Walker, die springen können, Walker, die rennen können und Walker, die Türklinken öffnen. Das sind so die Varianten, die wir mittlerweile im The Walking Dead-Universum wirklich offiziell kennengelernt haben. Aber leuchtende Walker sind da tatsächlich doch mal neuer und da kennen wir noch nicht so wirklich viel drüber, weil die ja erst in Daryl Dixon kommen. Auch wenn die Serie diesen Monat startet, haben wir trotzdem einige Fragen offen und dementsprechend auch einige Theorien. Wenn ihr also wissen wollt, was es mit diesen leuchtenden Walkern aus dem Daryl Dixon Staffel 2 Trailer zu tun hat und allgemein, wenn euch interessiert, was ist mit den Varianten, wie die überhaupt entstehen und was wirklich Varianten sind und was nicht. Wenn ihr das alles wissen wollt, bleibt gerne dran und damit heißt euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, wenn es um die Walker-Varianten geht, ist es ja wirklich mittlerweile ein drunter und drüber, wenn man wirklich sagt, das ist eine Variante oder das ist eine Variante. Einiges davon sind Varianten und manches davon nicht und ich will da in der Hinsicht heute mal etwas aufklären. Plus halt die Theorie zu den leuchtenden Walkern. Eine Fantheorie, die hier heute auch mal an die breite Masse weitergegeben wird. Unterscheiden müssen wir hier definitiv zwischen natürlichen Varianten und unnatürlichen Varianten. Denn da ist schon ein großer, großer Unterschied, der auch direkt nachher aufleuchtet, was wirklich Varianten sind. Und was einfach nur optisch andere Walker sind, denn das ist auch ein Punkt. Was sind denn die Walker-Varianten, die natürlich entstanden sind, die wir schon kennen? Wir hatten da zum einen die Climber, also die Kletterer, haben wir vor allem in der letzten Staffel, also in Staffel 11, in den letzten paar Folgen gesehen. Haben wir aber auch schon in Staffel 1 gesehen. Ja, auch das nehmen wir jetzt einfach mal hin, waren schon Varianten. Das sind so die, naja, ich sag mal jetzt auffälligste Art, weil ja sonst die Walker eher ein bisschen chilliger unterwegs sind. Dann hätten wir die Runner, also die rennenden Walker. Davon haben wir zum Beispiel halt auch in Staffel 1 sehr, sehr viel gesehen. Und halt auch in der Post-Credit-Scene von World Beyond sehen wir auch einen Runner. Und natürlich auch in Daryl Dixon Staffel 1 haben wir auch schon Runner gesehen. Dann gibt es noch die, naja, greifenden Zombies. Da habe ich jetzt keinen schönen Namen für gefunden. Das sind die Zombies, die halt zum Beispiel die Türklinken greifen. Wie zum Beispiel die Mutter von Dwayne in der ersten Staffel, beziehungsweise in der ersten Folge die Türklinke greift. Wie der Walker in der ersten Staffel den Stein nimmt, um die Glastür einzuschlagen. Es gibt sehr viele Walker, die Dinge greifen können. Und natürlich auch in der letzten Staffel haben wir auch den Walker, der irgendwas greift, glaube ich, hat auch einen Stein in der Hand gehabt, meine ich. Und dann hätten wir noch eine Variante, die ich hiermit einbaue, weil sie wirklich effektiv was Besonderes ist und auch viel über Walker verrät. Und das sind die sogenannten Lurker, beziehungsweise die Schläfer. Die Walker, die irgendwo in der Ecke sitzen, in der Ecke liegen und nichts tun, bis sich die Gelegenheit ergibt, sich Essen zu holen. Haben wir in, ich glaube, Staffel 8 oder Staffel 9, im ersten Teil hatten wir das, diese große Militärhorde, die da quasi lag, haben wir hier und da immer mal wieder irgendeinen Walker, der am Rand von der Straße sitzt und nichts macht, der einfach da liegt und wenn er Essen wittert, riecht, hört, sieht, schmeckt, was weiß ich, dann wieder aktiv, um sich halt sein Futter zu holen. Das waren jetzt die natürlich entstandenen. Jetzt kommen wir mal zu den Walker-Varianten, die unnatürlich entstanden sind, die wir auch schon kennen. Da hätten wir zum einen die Atomwalker aus Fear the Walking Dead. Sowohl die, die nur leicht atomverstrahlt sind, als auch die, die volle Kanne atomverstrahlt sind. Allgemein Walker, die so atomar verstrahlt sind, dass sie nicht nur mit Bissen, Kratzern und, naja, dem Virus gefährlich werden. Nein, auch ihre reine Anwesenheit durch die Strahlung macht schon keinen Bock so wirklich. Dann hätten wir die, ich nenne es mir mal Säure-Walker aus Daryl Dixon Staffel 1. Ja, Säure-Walker trifft es hier ziemlich gut. Die Entstehung dafür spreche ich gleich noch an, weil da gibt es noch nicht so dieses hundertprozentige, ob es jetzt eigentlich natürlich ist oder nicht natürlich, ist es eher unnatürlich, aber ne, Säure-Walker packen dich an, verätzen dich, ist kacke. Und dann gibt es die, und ich gebe es hier jetzt mal als Überbegriff einfach, die Boosted-Walker, also die Walker, die durch dieses Serum, auch Daryl Dixon Staffel 1, dieses Serum so geboostet werden, dass sie komplett frei drehen, sogar andere Walker angreifen und einfach nur im Rage-Mode sind, die Boosted Walker. Ich würde sagen, dieses Boosted nehmen wir einfach aus der Hinsicht, das, was der Walker sowieso schon in sich drin hat, diese Aggression, diesen Rage, diesen Hunger, das wird einfach nur nochmal auf die Spitze getrieben und daraus entstehen die Walker. So, jetzt kommt zu dem wichtigen Punkt und zwar der Unterschied zwischen den natürlichen und den unnatürlichen Walkern. Die unnatürlichen Walker entstehen aus Menschenhand. Die atomaren Walker entstanden daraus, dass sie durch Atommüll verseucht wurden oder durch eine Atombombe entstanden sind. Die Säure Walker wurden potenziell auch von den Menschen in Daryl Dixon so erschaffen, also eine Art von den Boosted Walkern, nur halt nicht so krass, sondern nur diese eine Fähigkeit wurde ihnen vielleicht gegeben, aber auch hier durch Menschen erschaffen, genauso wie halt die Boosted Walker, die dann dieses Serum bekommen, was sie komplett freidrehen lässt, auch durch Menschenhand. Die natürlichen Walker, wie der Name schon sagt, entstehen natürlich. Hier ist das Schlagwort Evolution und zwar einfach darauf bezogen, dass die Walker sich den Umständen oder der Umgebung anpassen. Hier als
Paradebeispiel für mich die Climber und die Lurker, also die, die klettern und die, die pennen. Denn man muss sagen, die, die klettern, haben ja irgendein Ziel. Die wollen irgendwo hoch, wo sie sonst nicht hochkämen. Warum? Weiß keiner, sei mal dahingestellt, wahrscheinlich essen. Und daraus entwickelt sich die Fähigkeit zu klettern. Bei den Lurkern ist es sogar noch interessanter, denn mittlerweile gibt es die Theorie, ich weiß gar nicht genau, ob es hundertprozentig bestätigt ist, aber die Theorie ist, dass die Walker, wenn sie nicht genug Essen bekommen, quasi ihre Batterie runterfahren und sich dann in diesen Lurker-Modus begeben, indem sie einfach nur Energie sparen und liegen, bis sie wieder an was zu essen kommen. Daher muss ich auch sagen, die natürlichen Walker sind für mich einfach wesentlich interessanter und vor allem hier der Oberbegriff für die natürliche Entstehung ist in meinen Augen dann der sehr richtige Begriff, Varianten. Das andere sind auch natürlich Walker-Varianten, aber von den Variants, in denen man halt im The Walking Dead-Universum spricht, finde ich es nicht richtig, da die unnatürlich entstandenen reinzupingen, weil die ja keine wirkliche Entwicklung mit sich bringen, sondern ja einfach hergestellt wurden. Das, finde ich, passt da nicht zu diesem Begriff Variants, weil es halt keine Variante von dem Normalen ist, sondern einfach eine hergestellte Alternative. Klar, Überbegriff auch Variante, keine Frage, aber ich denke, ihr versteht, wenn ich meine, natürlich hergestellt ist schon wesentlich interessanter als menschlich hergestellt und da halt auch diese Abweichung von der Entwicklung, gerade der Bezug auf Entwicklung, Evolution und Anpassung an die Umwelt ist hier ziemlich wichtig. Das Ganze erklärt viel über die Walker-Varianten, die wir schon kennen, aber was ist denn jetzt mit den LED-Walkern aus dem Daryl Dixon Staffel 2 Trailer? Ja, da war ja anfangs bei vielen Leuten wirklich die erste Theorie, okay, das ist Radioaktivität. Radioaktivität leuchtet immer in Filmen und Serien, deswegen ist es Radioaktivität. Ja, ich war auch so jemand, der das so gesagt hat. Mittlerweile, es ist einfach Bullshit. Wir sehen Daryl, der sie angreift, wir sehen Carol, die sie angreift. Warum sollten die freiwillig einen so radioaktiv verseuchten Walker angreifen, dass er leuchtet, um danach selbst radioaktiv verstrahlt zu sein? Also, nee, macht nicht so wirklich Sinn. Deswegen die Radioaktivität schmeißen wir hier ganz, ganz schnell auf den Müll. Und wir gehen einfach trotzdem auf das Leuchten ein. Denn hier gibt es eine coole Theorie, die der gute Andy, ein YouTube-Kollege von mir, ihr kennt ihn, wenn ihr unseren Podcast schaut. By the way, Podcast, this is Peak. Jeden Freitag, 18 Uhr, ist hier jetzt irgendwo verlinkt. Checkt den Kanal gerne aus, checkt Andy gerne auf TikTok aus, wird auch alles verlinkt. Der Gute hat nämlich diese Theorie sich hier erarbeitet. Und das ist eine Theorie, wo ich sage, die macht schon verdammt viel Sinn. Und jetzt heißt es, zugehört, denn es wird hier ein paar wissenschaftlichere Begriffe geben. Keine Angst, ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. Die neue Theorie besteht aus zwei Grundbausteinen. Das erste ist Biolumineszenz, bedeutet das Leuchten von selber, also dass Tiere eigenständig leuchten. Und das zweite ist Symbiose, der Zusammenschluss aus zwei Organismen, um das Überleben beider irgendwie, naja, zu vermöglichen. Biolumineszenz kennen wir hauptsächlich aus der Tierwelt. Glühwürmchen, Quallen, Algen, die leuchten. In dieser Richtung macht alles Sinn. Und das Gleiche mit der Symbiose. Denn genau bei diesen Tieren ist das nämlich der Grund, warum sie biolumineszieren, also von selber leuchten. Die haben ja keine Batterie drin, das sind einfach Organismen, Bakterien, Algen, irgendwelche Mikroorganismen, die sich mit dem großen Organismus nehmen. Wir als Beispiel hierfür einfach mal die Qualle. Die Qualle leuchtet zwar von selbst, aber auch nicht alleine, genau wie zum Beispiel auch Algen leuchten nicht von selbst, sie leuchten nur durch Bakterien, die sich dann dafür, naja, also ne, das Leuchten halt verursachen. Ist super sehr wissenschaftlich, ist auch gar nicht so wichtig. Es geht nur darum, das Leuchten kommt nicht immer von alleine, sondern es kommt durch eine Symbiose aus zwei Organismen. Und der Grund dafür ist das Überleben beider. Denn man muss sich überlegen, wo leben Quallen? Wo leben Anglerfische? Wo leben Algen? Auch wenn Algen nicht wirklich leben, aber ihr versteht, was ich meine. Im Dunkeln, in der Tiefsee, ganz, ganz weit unten. Und warum leuchten die Dinger denn? Ja gut, weil Tiere und Menschen natürlich auch gewisserweise dumm sind und hey, es ist dunkel, da ist Licht, gehen wir doch mal ins Licht und hab, bist du gegessen, findet Nemo, macht's vor mit dem Anglerfisch. Und ja, das bedeutet im Prinzip, da der Wirt, also in dem Fall die Qualle oder halt die Alge oder was auch immer, quasi leuchtet, lockt sie was zu essen an. Und da sie dann was zu essen bekommt, wird der Organismus, der das Leuchten verursacht, auch ernährt und kann dadurch essen. Wir haben also quasi einen Wirt und einen Symbionten. Es ist quasi Venom. So, und jetzt wird's halt super interessant, was das mit den LED-Walkern zu tun hat. Denn man sieht im Trailer, sie befinden sich im sogenannten Eurotunnel. Die Verbindung Frankreich zu England durch einen Tunnel. Und wir sehen auch, der ist da ein bisschen eingestürzt. Und wir wissen auch, oder für die Leute, die es nicht wissen, dieser Tunnel ist under the water. Und ja, hier kommt nämlich dann der Fakt hinzu, dass vielleicht die LED-Walker, ja, ich nenne sie hier immer LED-Walker, es ist super lustig, warum ich sie so nenne, weiß ich nicht, ich bin da spontan drauf gekommen, lasst mich. Die LED-Walker sind im Prinzip
vielleicht nach dieser Theorie einfach eine Symbiose mit Bakterieneingang oder die Bakterien mit den Walkern, die sie zum Leuchten bringen, da sie in einer dunklen und nassen und feuchten Umgebung leben, um halt in dem Fall zum Beispiel Daryl und Carol anzulocken, zu fressen, und daraus entsteht dann halt Nährstoffe für den Walker, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, aber hauptsächlich Nährstoffe für das Bakterium, für das Ding, was sich halt da halt symbiosiniert. Sprich, dadurch, dass der Tunnel wahrscheinlich eingestürzt ist, sind halt diese Bakterien dazu gezwungen gewesen, mit den Walkern zu symbieren. Was ist das Wort dafür? Ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend fangen die Walker an zu leuchten, um halt dann Feinde, potenzielle Nahrung anzulocken. Ja, ein Schwachpunkt dieser Theorie, den muss man einfach faktisch sagen, sind die Walker wirklich auf Nahrung angewiesen? Da kämen wir jetzt wieder auf den Punkt mit den Lurkern. Ist es so, ist es nicht so? Es ist, soweit ich weiß, nicht irgendwie faktisch bewiesen. Ich finde, es macht nur Sinn, es ist ähnlich wie mit The Last of Us, wenn die Zombies oder halt in dem Fall Walker, was weiß ich, nicht genug zu essen bekommen, haben sie keine Energie, fahren ihren Körper runter und sparen Energie, bis halt dann was zu essen kommt. Das würde bedeuten, ja, es macht Sinn, dass die Bakterien sagen, oh, guck mal da, Walker, ich setze mich da dran, dann kriege ich auch Essen. Aber ist die Frage, verdauen Walker? Ist da überhaupt keine Ahnung, werden die Nährstoffe daraus gezogen? Wie funktioniert der Walker? Das sind Sachen, die diese Theorie natürlich ein bisschen abschwächen, aber nichtsdestotrotz macht das volle Kanne Sinn und wesentlich mehr Sinn als unsere Radioaktivitätstheorie. Ja, natürlich ist das hier nicht faktisch bewiesen und natürlich ist es nur eine Theorie, aber es ist die Theorie, die für mich am meisten Sinn macht in Bezug auf diese Walker. Wovon gehe ich aus? Wir bekommen keine Antwort darauf. Das ist meine größte Angst in Bezug auf Daryl Dixon Staffel 2. Ich möchte das aber haben, eine Erklärung dafür, weil es macht nur Sinn, dass wir hier wirklich Algen oder Bakterien oder irgendwas haben, was sich an den Walker dran setzt, dadurch das Leuchten produziert und dadurch Nahrung anlockt, damit es Nährstoffe für den Organismus selbst, also den Walker und für den Wirt, beziehungsweise nicht den Wirt, das ist das andere vom Wirt, also das Bakterium, Alge, was weiß ich, dass das halt auch Essen bekommt. Macht super Sinn. Wirklich, es ist eine Theorie, die einfach für mich faktisch von der reinen Biologie dahinter einfach nur Sinn macht. Natürlich fehlen uns hier die Beweise. Das bekommen wir eventuell, wie gesagt, ich glaube zwar nicht, aber eventuell bekommen wir es in Daryl Dixon dann auch erklärt. Wenn sie wirklich davon ausgehen sollten oder wenn sie es wirklich meinen, dass das radioaktive Walker sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann bin ich ein bisschen verstört, weil dann sind Daryl und Carol definitiv dem Tode geweiht. Wäre jetzt vielleicht nicht stimmen, aber da wir wissen, dass Daryl Dixon Staffel 3 schon in Mache ist und Staffel 4 schon geplant ist, wird das nicht passieren. Abschließend kann ich nur sagen, super geile Theorie, finde ich. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Checkt auch gerne das Video vom Andy dazu aus. Wie gesagt, das verlinke ich hier. Da hat er es auch nochmal in seinen Worten erklärt. Ich habe es halt ein bisschen ausführlicher vielleicht erklärt oder länger einfach. Aber ich dachte mir, das ist eine Theorie, die muss definitiv mal rumkommen, bis es halt zu dem Zeitpunkt kommt, dass wir es erklärt bekommen, weil das absolut Sinn macht. Vielleicht stimmt es ja. Dann können wir den guten Andy in den Himmel loben. Wenn nicht, dann können wir ihn ausbuhen. Nein, macht das nicht. Lasst gerne bei dem Follow da, wirklich ein korrekter Dude. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr davon und was ist vielleicht eure Theorie? Ist das auch ähnlich von euch? Würdet ihr sagen, ja, das macht Sinn? Oder sagt ihr so, nee, das ist die und die Theorie, ist wesentlich besser. Haut's gerne in die Kommentare. Wenn euch jetzt noch interessiert, wie ich die The Walking Dead Bösewichte ranke, dann checkt gerne dieses Video aus. Und wenn euch interessiert, wie die wirkliche feste chronologische Timeline von The Walking Dead jetzt wirklich ist, dann guckt gerne dieses Video an. Wenn euch die beiden gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es vielleicht sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.